Ist Deutschland ab heute offiziell in einer Rezession? Das ist die große Frage des heutigen Tages. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Das wäre psychologisch schon ein ziemlicher Rückschlag, wenn es jetzt wirklich zu dieser auch offiziellen Bezeichnung Rezession käme. Schauen wir uns mal die Konjunkturdaten respektive das BIP an in Deutschland. Wir hatten hier im letzten Quartal, nämlich im zweiten, für das die Daten vorliegen, mit den minus 0,1% abgeschnitten. Wenn wir jetzt negativ reinkommen und die Prognose ist auch minus 0,1%, dann wäre das technisch eine Rezession. Und wir erinnern uns an die Aussagen etwa der Bundesregierung, das Wachstum macht eine Pause, von Krise keine Spur. Olaf Scholz, Scholzomat und wie sie alle heißen, die haben immer wieder schön geredet, was faktisch ja doch eine ziemlich schwere Rezession vor allem im Industriebereich ist. Und genau jetzt wird sich die Frage stellen, ob man dieses Narrativ, alles ist doch gut, es ist alles nicht so schlimm, ob man das wird aufrechterhalten können. Denn ich glaube, es wird Schlagzeilen geben weltweit, wenn eben jetzt offiziell Deutschland in einer Rezession ist oder wäre. Wenn dagegen das Wachstum bei 0,0 oder vielleicht sogar plus 0,1 reinkommt, dann könnten die Märkte sagen, ja hurra, ist doch alles gut. Ist doch alles nicht so schlimm. Worunter leidet Deutschland? Natürlich unter einem ohnehin wahrscheinlich mal fälligen zyklischen Abschwung, den wir seit Anfang 2018 sehen. Aber man leidet natürlich auch vor allem unter dem Handelskrieg. Und da gab es gestern die Nachricht, dass Insider sagen, ja, also die Chinesen, die wollen sich nicht festlegen, auf die Höhe von Landwirtschaftsprodukten aus den USA, das ist sozusagen einer der leichtesten Punkte eigentlich, wenn sie sich da schon nicht festlegen wollen. Worauf dann? Sie wollen sich nicht festlegen auf die sogenannten Enforcement Mechanism, also praktisch auf Kontrollmechanismen, wie die Vereinbarungen dann überprüft werden durch die USA, ist ja auch aus chinesischer Sicht so ein bisschen entwürdigend, so wird es zumindest gesehen. Man will vermeiden seitens Pekings, dass dieser Deal zu einseitig ist, zu sehr sozusagen zugunsten der USA ist und wollen praktisch sich immer eine Hintertür offen lassen, so der Bericht, wenn der Handelskrieg weiter eskaliert. Man weiß, dass man mit Donald Trump keinen wirklich nachhaltigen Deal schließen kann. Ich glaube, das steht dahinter und man weiß auch, dass man letztendlich jetzt eigentlich gar nicht gezwungen ist, möglicherweise jetzt einen Deal zu machen. Trump will den Deal, um hier diesen Baustein mal aus dem Weg räumen zu können. Trump unterstellt gleichwohl den Chinesen, dass sie unbedingt einen Deal wollen. Schauen wir uns mal die Aussage von Donald Trump an, die er kürzlich noch getätigt hat, nämlich im Oktober, als er sagte, ja, die Chinesen, die werden unmittelbar beginnen, Landwirtschaftsprodukte aus den USA zu kaufen und das werden sie im Volumen von 50 Milliarden Dollar tun. Das ist bisher nicht erfolgt, wird wohl auch nie erfolgen, wie dieser ganze Deal, dieser Phase-1-Deal wohl möglicherweise niemals erfolgen wird. Warten auf Godot, habe ich neulich getitelt in einem Artikel. Die Märkte warten wie immer wieder auf etwas, was nie kommt. Aber Hauptsache, man kann warten und man hat die Hoffnung, dass es kommt. So hat man das Gefühl. Also es ist sozusagen immer unwahrscheinlicher, dass das kommt. Die Chinesen sind nicht bereit, zu den Konditionen der USA abzuschließen. Und so bleibt das, was letztendlich der Fall ist, nämlich eine geopolitische Auseinandersetzung. Heute zum Beispiel ein Artikel in der Global Times, der sagt, angesichts der militärischen Aggression der USA macht es Sinn, dass wir die Militärausgaben deutlich erhöhen. Die USA versuchen sozusagen China vor allem in der Taiwan-Frage zu bedrängen, versuchen da Druck zu machen. Wir haben ja eine Resolution auch des US-Kongresses in Sachen Hongkong. Und, man stellt sich da ganz klar an die Seite der Demonstrierenden, der Protestanten. Die sind natürlich teilweise nicht alle gerade friedfertig. Man sieht immer wieder wirklich schockierende Bilder aus Hongkong. Jedenfalls hat China das nochmal ganz stark zurückgewiesen und gesagt, ihr unterstützt also sozusagen Rioters, also Leute, die Ausschreitungen machen. Das findet ihr gut im Namen der Demokratie. Das kann nicht sein. Also hier ist natürlich nach wie vor Zündstoff in der ganzen Geschichte. Aber China hat heute auch selbst Konjunkturdaten veröffentlicht und die waren nicht gerade wirklich berauschend. Wir sehen zum Beispiel Industrieproduktion 5,6% war so erwartet worden. Wir sehen aber die Einzelhandelsumsätze nur 7,2% statt 7,8% erwartet. Wir sehen Fixed Asset Investment auch schwächer mit 5,2% statt 5,4%. Und wir haben jetzt damit das schwächste
Wachstum im Bereich Einzelhandelsumsatz seit 2003 und bei den Anlageinvestitionen, also Fixed Asset Investment, sogar seit 1998. Überwiegend zeigen diese Charts nach unten. Klar, es ist natürlich so, dass ab einem gewissen Niveau Steigerungsraten schwerer fallen, aber man hat die Erwartungen doch deutlich verfehlt. Also wir sehen, dass diese Erzählung der globalen Konjunktur nicht so wirklich eintritt, nämlich dass sich diese Konjunktur dann im vierten Quartal deutlich erholen wird. Das ist nicht der Fall. Das liegt auch daran, dass China eben in Sachen Kreditimpuls, also das, was faktisch dann reingepumpt wird, eher enttäuscht hat. Wir haben jetzt zuletzt Daten gesehen, Kreditvergabe, die sehr, sehr schwach waren, spricht nur keiner drüber, aber wir sehen, dieser Kreditimpuls ist nicht gerade förderlich hier für die Dinge. Wir haben ansonsten noch in Sachen QI, wollte ich noch QI4 sozusagen, Quartal 4, nicht QI4, zum QI kommen wir gleich noch. Hier sehen wir die Erwartungen der Analysten für das vierte Quartal, beginnend ab März. Da hat man gedacht, ja, die Firmen in den USA werden 10%, 11%, 8%, je nach Sektor, an Gewinnzuwachs haben. Inzwischen sind wir hier teilweise im negativen Bereich, teilweise bei Null, aber die Märkte stehen auf Allzeithoch, zumindest gestern der S&P 500 und der Dow Jones. Der Dow Jones gepimpt durch Aktienrückkäufe von Apple und Disney vor allem. Man schüttelt diese Nachricht ab, dass praktisch keine Einigung in Sicht ist im Handelskrieg. Das ist wirklich eine beeindruckende Leistung. Ich weiß nicht, was die Amerikaner rauchen, aber ich hätte es auch gern, wenn es zur Euphorie verleitet und letztendlich Tatsachen ignoriert, dann muss das wirklich guter Stoff sein. Was haben wir noch? Wir wollen uns die Charts angucken, was zu erwarten ist, was kommen dürfte. Und wir sehen hier den S&P 500. Die Charts, falls Sie es vergessen haben sollten, ja, nur falls Sie es vergessen haben sollten von Capital.com, wir sind bei 3091, sind gestern ja nochmal hochgelaufen, erst runter eben aufgrund der Berichterstattung, naja, mit dem Deal schaut es nicht so gut aus. Wer gestern kein neues Hoch gemacht hat, ist der Nasdaq 100. Hier sehen wir 8252 Punkte auf der Uhr. Und wenn wir uns das mal anschauen, hier haben wir die sogenannte NYAD, den NYAD-Indikator. Das ist praktisch Advanced Decline Linie, also wie viele Werte an der New Yorker Stock Exchange steigen, wie viele fallen. Und wir haben neue Allzeithochs an den Märkten, aber wir haben eine negative NYID-Zahl, nämlich für 400. Das heißt, es fallen mehr Aktien als steigen, aber gleichzeitig steigen die Märkte auf Allzeithoch. Muss man erstmal schaffen. Das war, wie gesagt, der Nasdaq 100. Hier sehen wir den Dow Jones 27.782. Was macht der DAX aus der ganzen Geschichte? Wir sehen, dass die Märkte in Asien negativ reagieren. Wir haben den Nikkei etwa 0,7% im Minus. China A50 mehr oder weniger unverändert, Hongkong verliert weiter, nachdem weiter auch hier die Ausschreitungen der Fall sind. Schulen bleiben geschlossen bis Sonntag. Wir sehen, dass der DAX, den ich eigentlich zeigen wollte, aktuell bei 13.228 taxiert wird. Wir haben Euro-Dollar im Vorfeld der deutschen BIP-Zahlen knapp unter der 1,10er-Marke. Wir haben das gelbe Metall bei 1.465 und wir haben Crude-Oil bei $57. Und der 55 wird psychologisch wichtig, was da heute an Zahlen kommt, um 8 Uhr aus Deutschland. Denn es sind die Headlines, die teilweise auch Anlegerverhalten bestimmen. Wenn es offiziell heißt, Deutschland in einer Rezession, dann ist das negativ. Wenn es heißt, nein, Deutschland vermeidet die Rezession, ist positiv. Wir haben nach wie vor übrigens keine Nachricht darüber, ob es jetzt die Zölle gegen EU-Autos geben wird oder nicht. Gestern ist diese Frist abgelaufen, bei der der Trade Representative, nämlich Robert Lighthizer, einen Bericht erstatten musste. Jetzt wird Donald entscheiden. Man erwartet, dass das verschoben wird um 6 Monate. Wir warten auf neue Headlines in Sachen Handelsdeal oder genauer gesagt Handelskrieg, denn ein Deal ist ja bisher noch nie gekommen, auch wenn die Märkte ihn 5.821 Mal eingepreist haben. Heute Abend, 20 Uhr, wird es ein Webinar von mir geben mit dem Titel »Beginnt jetzt die Jahresendrallye?« Und da werde ich ein paar interessante Grafiken zeigen und manches diskutieren. Würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Ich mache den Link wieder unter das Video und jetzt sage ich Servus und Ciao.